Die Außenansicht, kühl und schlicht. Das Konzept dahinter, revolutionär. Es ist der größte Neubau eines Kunstmuseums in Deutschland. Hier in Mannheim wurden neue Räume für die Kunsthalle geschaffen. Es sind Räume, die einen modernen Zugang zur Kunst ermöglichen. Zur Eröffnung, auch für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, eine Reise wert. Einzigartig ist die Kunsthalle auch aufgrund der Breite des bürgerschaftlichen Engagements, dass die Kunsthalle bis heute fortschreibt. Gerade dafür will ich Ihnen und allen Beteiligten ganz herzlich gratulieren. Wir versuchen, Schichten anzusprechen, die im Moment noch nicht unsere Besucher sind, jüngere Menschen, die ganz anders in dieser Welt unterwegs sind. Und wir versuchen, das Erlebnis des magischen Ortes Kunsthalle Mannheim zu erweitern und zu vertiefen. Dahinter steht die digitale Strategie. Jeder Betrachter sucht sich einen individuellen, interaktiven Weg durch die Angebote des Museums und wird im Creative Lab selbst zum Kunstschaffenden. Und der Innovationsnukleus dieser digitalen Strategie ist das Creative Lab, ein Labor, wo kontinuierlich weiter erforscht werden soll, welche neuen Erlebnisformate und Interaktionsformate denn auf Sinnhaftigkeit für ein authentisches Kunsterlebnis hin überprüft werden können. 3, 2, 1. Die Studierenden hatten gleich zu Anfang eine sehr provokante Idee. Lass uns doch einfach einen Musikclub in ein Kunstmuseum verfrachten, wo die Leute einfach tanzen und durch die Bewegung, die mit Kameras getrackt wird, dann wieder Kunst auslösen, visuell und auch kompositorisch. Und das ist auch wirklich dem Mut der Kunsthalle zuzuschreiben, dass es sich wirklich bis zum Ende durchgesetzt hat und es heute erlebbar ist. Ein Musikclub in einem Kunstmuseum, wo gibt es das schon? An der Skulpturendisco war für uns interessant, dass wir wirklich den Museumsbesucher in den Mittelpunkt gestellt haben. Und dadurch, dass er, wenn er den Raum betritt, erstmal einen leeren Raum vorfindet, dazu animiert wird, wirklich selbst mit der Musik zu interagieren und auch das Bild zu beeinflussen. In festgelegten Intervallen werden Momentaufnahmen angefertigt. Jeder Besucher gestaltet diesen Raum ganz individuell. Und andere Bereiche setzen sich auch sehr stark mit dem Zusammenhang zwischen Musik, Sound und einem visuellen Kunsterlebnis zusammen, Virtual Reality und Augmented Reality. Wie gesagt, immer wirklich an der Grenze dessen, was technisch machbar ist und was ästhetisch auch erforschbar ist. Diese 360-Grad-Kameras können einen sehr schön an einen anderen Ort transportieren. Sprich, ich setze die Brille auf und ich habe innerhalb des Museums oder außerhalb des Museums ein Kunstwerk gefilmt oder einen Ort gefilmt und dann befinde ich mich also erst bei diesem Ort. Und das Neue jetzt, was in den letzten 2-3 Jahren aktuell passiert ist, ist, dass dieses gekoppelt wird mit der akustischen Darstellung. Also das ist eine ganz wichtige Aufgabe, glaube ich, im Creative Lab hier zu zeigen, wie künstlerische Arbeit sich auch weiterentwickelt. Was man dafür braucht, sind natürlich junge Menschen. Das können nicht arrivierte Kuratorinnen und Kuratoren. Und deshalb sind wir sehr froh, dass der Studiengang Musikdesign da eine große Rolle spielen durfte. Sehr stark aus dem Bereich der Musik heraus. Wie können wir heute eine Bronzeskulptur multisensorisch erlebbar machen? Rudolf Belling schuf diese Rundplastik mit dem Titel Dreiklang. Das heißt, er hat nicht vorgegeben, welche Perspektive ist jetzt die wichtigste, sondern er hat dem Betrachter überlassen, welche Perspektive er für sich wählt und eben auch die Freiheit gelassen, sich umzuschauen. Und da gab es zum Beispiel bei dem Werk Dreiklang unter anderem die Idee, Tänzer zu involvieren, die das Augenmerk leiten, Musiker zu positionieren. Und wenn ich einem Musiker zuhören möchte, dann muss ich mich ihm auch zuwenden. Ein Raum voller Kunstwerke von Anselm Kiefer. Diese wurden erweitert durch eine audiovisuelle 360-Grad-Komposition mit Schreien und Geräuschen,
die die dunkle Atmosphäre unterstreichen sollen. Ich habe mich dann inspirieren lassen von den verschiedenen Perspektiven, von der Draufsicht, von der ganz nahen. Ja, habe versucht, diesen Eindruck, den ich von dieser Skulptur hatte, zu verklanglichen. Hands on. Wähle dein Material, wähle deinen Sound. Im virtuellen Raum wird der Museumsbesucher hier zum Bildhauer. Hier haben dann Studierende der Hochschule Furtwang die App programmiert. Und wir hier in Trossingen haben sie zum Leben erweckt mit unseren Sounds. Und jetzt kann der Besucher im virtuellen Raum im Museum seine eigene Skulptur kreieren. Die digitale Strategie erlaubt uns, diese neue Offenheit, Beweglichkeit, Alltäglichkeit auch, unmittelbar am Leben unserer Besucher anzuknüpfen, direkt umzusetzen. Das heißt, die digitale Strategie ist eine Grundlage unserer Museumsarbeit geworden. Das unheimlich Spannende an der Zusammenarbeit ist eigentlich immer wieder, dass man feststellt, es sind im Grunde genommen dieselben Fragen, die sich ein Kunstmuseum im 21. Jahrhundert stellt, die wir uns im Studiengang Musikdesign oder auch in unserem Landeszentrum Musikdesign Performance seit einigen Jahren stellen. Diese enge Verwandtschaft und auch die Bereitschaft, sich da aus der Deckung zu wagen, in Verbindung mit diesem Creative Lab, das ist die ideale Plattform für unsere Kooperation auch in der Zukunft. Three, two,